Füllen die sich denn auch? Oh, füllen sich nicht, weil da ein unterirdisches Ding ist. So, tada. Ah, sehr schön. Gut, 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 gut. Und die sind am Arbeiten. Sauber, 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 sauber. Hier hinten, das Schweröl, das muss zu Lubricant verarbeitet werden. Dafür bräuchten wir also das da. Und ich glaube, ich baue das hier hin. Ja, schaut gut aus. Okay. Bapp, da oben nochmal ein Backup-Tank hin. Noch ein. Und hier kommt die Chemiefabrik hin. Die hoffentlich kein Wasser dafür braucht. Nö, nur Schweröl. So, Lubricant. Zack. Und das Lubricant wird gebraucht für die roten Engines. Und für noch irgendwas. Aber ich glaube erstmal um die roten Engines. Das heißt, wenn wir nachher das Eisen und das Kupfer hier runterholen, damit ne, die versorgt werden können, sollte ich das auch bis hier hinten durchziehen, damit wir hier sowohl die normalen Engines herstellen können, als auch gleich die roten Engines. Das heißt, hier eine Fabrik für normale Engines, da eine Fabrik für rote Engines und dann dazwischen Ärmchen. Und hier unten wird das Ganze dann befüllt. Ja, das schaut sehr gut aus. So, so wäre das dann. Du stellst dann her... Was fallen die Engines denn jetzt? Kann ich die überhaupt schon? Ich glaube, die kann ich noch gar nicht. Okay, das erklärt das Ganze dann. Lubricant bräuchte allerdings auch einen Tank. Und wir haben keine Tanks mehr, weil ich die doch recht freizügig verteile. Bau mal neu. Und die können daneben kommen, ne? Kommen die hier oben drauf? Ja, schön viel Platz dafür. Lubricant, Lubricant, Lubricant. So. Und einfach da eine Verbindung. Schweröl brauchen wir ja für nichts anderes, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, erstmal staut sie das Lubricant hier. Wenn Lubricant voll ist, staut sie das Schweröl hier. Und erst dann kommt es zu einem Stau. Und die ganzen anderen Sachen werden auch nicht mehr produziert. Okay, Leichtöl wird verballert, das ist gut. Petroleum staut sich absolut nicht. Hat zu viele Abnehmer. Schwefelsäure staut sich und du kriegst neues Eisen im Koffer. So, gut, 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 gut. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne Steinzahnräder. Das ist so komisch jedes Mal. Oh, sehr schön. Ah, das heißt, wir können gleich die Schmelzöfen neu machen. Sauber, sauber. Ich hätte gerne... Num, num, num. Bessere Schmelzöfen. Nein, das kostet 200 Blau, das ist viel zu teuer. Ich hätte gerne... Momentan habe ich noch keine Probleme damit, dass wir zu viel Schweröl haben und zu viel Leichtöl. Also das Aufsplitten müssen wir noch nicht machen. Das kommt erst später. Ich hätte gerne... flüssiges Eisen. Ja, ich würde schon mal gerne in die Richtung gehen. Was bräuchten wir noch? Also ja, Lasertürme wären auch wichtig. Die Schussgeschwindigkeit und der Schaden. Aber wir hatten bisher noch keinen Härtefalltest. Ich denke mal, unsere Türme, so wie sie jetzt sind, halten den momentanen Stand an Beitern aus. Wenn nicht, Problem. Aber wenn doch, wäre es jetzt unpassend, wenn wir das noch weiter erforschen. MK3, Energieversorgung, kostet fast gar nichts. Ist mit roten Chips machbar. Ich glaube, das baue ich als nächstes. Ich kann ja mal kurz gucken, wie sieht Strom aus? Nicht gut. Wir bauen sofort das da. Mach. Das sah echt nicht so schön aus. Aber es könnte auch an den ganzen Radarschüsseln liegen, die ich gebaut habe. Es könnte vielleicht dran liegen, ja. Es verbraucht ja bloß so viel wie deine Top 3 dahinter zusammen. Oh, weia, ist das denn wenigstens einigermaßen up to date? Ja, bling, 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 bling. Sehr gut. Also sie tun genau das, was sie sollen. Sie updaten die Karte wesentlich öfter. Aber der Stromverbrauch ist echt Hammer. Ja, gut. Aber das arbeiten wir gerade dran. Jetzt Schmelzöfen. Ich hätte gerne 8 Schmelzöfen. Und ich hätte gerne hier die Splittergeschichte.
Könnte eng werden. Also ich brauche Untergrundbelt. Da. Und komm ruhig da oben erst wieder raus. Eigentlich bräuchte ich auch schon die roten Belts. Nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern wegen den längeren Untergrundbelts. Das wäre praktisch. So, also hier kommt ein Splitter hin. Der klaut schon mal Kupfer. Kupfer kommt dann da lang. So. Da runter und dann irgendwo hin in Richtung da. Wie? Weiß ich noch nicht. Dann hätte ich gerne hier... ich glaube, ich mache... kann ich hier schon Untergrundbelt bauen? Direkt nach dem Splitter? Oder verwirrt das den Splitter irgendwie? Oder das Untergrundbelt? Ding. Nö, klappt super. Okay, dann kommt hier der Eisensplitter hin. So. Und dich. Dahin. Oh, das ist unser Eisending. Eigentlich würde es reichen, wenn wir beides auf ein Band machen, ne? Wie kriegen wir das denn jetzt am geschicktesten hin? Ich glaube, das probiere ich jetzt mal. Einigermaßen elegant zu lösen. Und in der Zwischenzeit werden Batterien hergestellt und Stahl und so weiter. Und wir sind gerade einigermaßen sicher. Also kann ich es mir jetzt gönnen, hier ein bisschen rumzutüfteln. Also ich hätte gerne ein Fließband, auf dem auf der einen Seite Kupfer ist, auf der anderen Seite Eisen. Das mache ich einfach mit Ärmchen. Richtig? Richtig. Also ist das gar nicht so viel Getüftel. So. So. Fertig. Mäh. Okay. Könnte ich das abkürzen? Ich könnte das ohne Splitter machen. Jetzt habe ich das schon alles gebaut. Ah, oh, ist okay. Also, das Ding, diese eine Linie, die ziehen wir jetzt runter. Nach hier irgendwo. Ich muss erstmal genau gucken, wo was hin muss, bevor ich jetzt mich irgendwie weiter entscheide. Plastik braucht nur Kohle. Kohle sollten wir später auch irgendwie hier hinbekommen mit einem schnelleren, längeren Untergrundbelt. Schwefel braucht... nur Petroleumgas. Hier, Schwefelsäure braucht Eisen. Also hier muss Eisen hin. Hier muss Eisen und Kupfer hin. Also hätte ich eigentlich ganz gerne hier durch irgendwo das Ding. Ja, und danach muss hier hinten das auch noch hin. Also ich sehe gerade den Belt von oben kommen. Irgendwo hier dann unterirdisch, da raus. Hier lang. Er befüllt sowohl das da als auch das da. Dann geht er hier hin und runter. Und befüllt die beiden. Einmal für die Engines, einmal für die normalen Engines. Und was wir dann hier zwischen hinpacken, weiß ich noch absolut nicht. Weil mit Öl und so weiter sind wir dann durch, wenn ich das recht im Blick habe. Boah, müssen wir gucken. Ich hätte gerne hier Steine. Weg. So, Kiste. Die Steine sollen da weg. Das hätte ich auch ganz gerne. Und er ist immer noch dabei, die Schmelzöfen zu bauen. Oh ja. Da hätte ich ein wenig entgegenkommend sein können und ihm ein paar Kupferdrahtdinger und grüne Chips und so weiter holen, damit das Crafting im Inventar schneller geht. Aber gut. Sand hätte ich auch noch gerne. Sand. Sand. Bis wie viel staut sich das denn bitte? Sehr komisch. Stell bitte Sandsäcke her. Ganz, ganz viele Sandsäcke. Da sind Sandsäcke. So. Gut. Kohle für Plastik. Ist noch alles da, weil ich Plastik ausgestellt habe. Bitte einmal neu auffüllen. So. Schwefelsäure sammelt sich ganz langsam. Und Batterien sind gut im Kommen. Haben wir schon 2,5 Stacks voll. Dann erforscht doch bitte mal die da. Und es fehlt Stahl. Jo. Kein Problem. Das Spieleinventar ist völlig am Abgehen. Ich kann nicht mehr. Hör auf, mir Aufgaben zu geben. Ich will doch nur in Ruhe vor mich hin dümpeln. Nix da. So, du alter Mast, weg mit dir. Hier die ganzen alten auch weg. Du weg. Welcher ist der Original? Du bist der Original. Du bist der Original. Der Rest kann weg. Weg. Glaube ich doch. Ja.
So, sehr schön. Überprüfen wir mal ganz kurz die grüne Trankanlage. Grüne Tränke werden produziert, also müsste eigentlich alles an Zwischenschritten okay sein. Was ist denn hier los? Anscheinend hapert die grüne Trankproduktion an normalen Ärmchen. Was fehlt euch denn? Eisenzahnräder. Warum fehlen euch Eisenzahnräder? Weil nicht genug Eisen da ist. Warum ist nicht genug Eisen da? Weil nicht genug Eisen oben ankommt. Das ist ein Argument. Aber es ist genug Eisenerz, das heißt, es liegt echt an den Schmelzöfen. Gut, Schmelzöfen müssten inzwischen fertig sein. Dann setzt doch bitte mal auf. So die Schmelzöfen hin. Das heißt, das Ding muss ein weiter nach rechts. Die da. Ja. Okay. Schnelle Ärmchen. Wir brauchen auf jeden Fall schnelle Ärmchen. Spielerinventar, bitte stell mal blaue Ärmchen. Oder haben wir irgendwo. Ne, blaue Ärmchen werden sich auf keinen Fall stauen. Die machen wir noch gar nicht, ne? Ne. Blaue Ärmchen sind später für die anderen Tränke wichtig. Hier. Also zieh bitte. Müssten das eigentlich alles jetzt ganz kurz kappen. Aber da wir noch nicht hier mit den ganzen Sachen fertig sind, ist das okay. Also es geht dann später hoch, da runter. Also eigentlich geht es von vornherein hier rum. Hier unten kann ich das ja schon mal ändern. Oh, ich habe keine Fließbänder mehr. Spielerinventar. Nein, Fließbänder werden ja wirklich gebuffert, das ist okay. Die müssten hier irgendwo liegen. Genau da. Gib mir 200 Fließbänder. Zack. So. Nicht da anbinden, bitte. So. Das heißt. Oh, Forschungsding ist jetzt fertig. Ich hätte jetzt gerne. Oh, stimmt eigentlich. Wir könnten diese ganze Einschmelzsache eigentlich ignorieren jetzt. Wenn wir jetzt wirklich mit Lava-Zeug anfangen, was wir gleich fertig erforscht haben. Haben wir sogar Stahlproduktion mit drin. Also ich könnte jetzt das ganze Ding auch schon so aufbauen, dass es für Flüssigmetalle funktioniert. Weil sonst bauen wir das Ganze jetzt einmal auf mit den Electric Furnaces, nur um es dann 10 Folgen später wieder abzureißen, weil wir die hier fertig haben. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Aber ich denke, da wir momentan keine Probleme mit unseren Nachbarn haben und selbst wenn wir Probleme bekommen, unsere Verteidigung reichen sollte, kann ich mir die Zeit nehmen, das Ding jetzt aufzubauen. Also erforsch bitte Liquid Eisen Research. Dann brauchen wir dafür. Wo sind die Ditec-Maschinen? Da. Wir brauchen die Blast Furnace. Ich habe nicht nachgeguckt, was der Blast Furnace macht. Aber als ich mir die letzte Folge angeguckt hatte, also die für euch vorletzte Folge, glaube ich, angeguckt hatte, machte es einigermaßen Sinn, dass das Ding ist zum Einschmelzen von den Erzen und das ist das Ding zu dem Gießen von dem flüssigen Metall. Wofür wir übrigens sehr viel Stahl brauchen. Und Sand, was ich gerade zu Sandsäcken gemacht habe. Mist. Ja, und ihr könnt da erstmal weg. Das heißt, die ganze Anlage wird ganz anders aussehen. Das Erz wird hier ankommen, wie geplant. Dann wird es aber in die Blastfurnace reingelegt. Da wird es eingeschmolzen. Dann wird es per Rohr wahrscheinlich erstmal in Zwischentanks gebracht. Und dann müssen wir gucken, welche Temperatur überhaupt Eisen und Kupfer brauchen. Und dann müssen wir eventuell das Ganze auch noch erhitzen. Und praktischerweise haben wir direkt hier die Lava-Spots. Das heißt, ich könnte schon mal anfangen, Lava zu sammeln. Oh, und ich brauche ein neues Tool. Kopf. Stahl. Craft. Ich habe nicht genug Stahl. Nee, das ist ein Argument, ja. Gehen wir kurz hoch, holen wir Stahl.
So, Craft. Die hat immer noch Mining Power 3. Hält nur mehr aus. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich wäre davon ausgegangen, dass es wenigstens ein Ticken schneller ist als Eisen. Okay.